Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in einen Parfüm-Adventskalender und zwar ist es dieser hier von Adopt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst, wie wunderschön ist der bitte? Habe ich nicht mit gerechnet. Wie geil ist das bitte? Online steht auch tatsächlich der komplette Inhalt, dass man nicht die Katze im Sack kauft. Der kostet 99,95 Euro und soll einen Warenwert von über 177 Euro beinhalten. Es gibt auch noch zwei weitere Versionen. Einer, der ist nochmal größer und einer, der ist ein bisschen kleiner. Der ein bisschen kleiner ist, den stellt die liebe Nicole von Chiquitas Place jetzt gerade vor. Und ja, das ist der Wahnsinn, oder? Oh mein Gott. Ich finde ihn wunderschön. Hier sind 24 Düfte drin enthalten. Ich glaube auch alle tatsächlich zum Sprühen, was für mich einfach traumhaft ist. Ja, das ging super unproblematisch, den nach Hause liefern zu lassen. Der schließt hier vorne so, ja, magnetisch, ne? Und ja, sieht von innen pink aus und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Wir haben tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal diese Adopt-Parfüms in Boxen zum Beispiel drin gehabt. Darüber kamen wir tatsächlich auch darauf. Und ja, der 1. Dezember startet hier mit einem großen Schublädchen bei mir. Bon Cadeau pour le Parfum 30ml de votre choix. Bekommst du vielleicht ein 30ml Parfüm der Wahl mit dazu, wenn man den Bon vorlegt? Da muss man das aber wahrscheinlich im Shop machen. Das ist bei uns dann natürlich ein bisschen schwierig, ne? Wir sind ja nicht in Frankreich hier. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Okay, wir haben hier als ersten Duft diesen hier drin enthalten und zwar Wonderful. Der ist mit Schimmer tatsächlich. 30ml sind hier drin enthalten. Das wird sicherlich auch ein sehr beliebter Duft theoretisch sein. Ich mag aber nicht so gerne, wenn wir Glitzer in Düften drin haben, muss ich gestehen. Denn das hast du dann ja auch auf dir drauf, ne? Der riecht aber richtig toll. Aber ich mag das mit dem Schimmer nicht. Das ist so ein schöner, vanilliger, süßer Duft. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Wie wunderschön das einfach aussieht, ne? Also du hast hier die Schublade und da drin ist das Parfum schön eingefasst. Wir haben hier sowohl die großen 30ml Größen drin enthalten, als auch kleinere Größen. Das müssten 10 sein, genau. Und hier haben wir Vanille, Coco, Eau de Parfum. Das wird nach Vanille und Kokos duften. Hier werde ich euch bei dem Adventskalender, glaube ich, nicht alle Duftbeschreibungen einblenden. Mal gucken, wie es mir so kommt in den Kopf, ne? Das ist ein sehr süßer Duft. Da weiß ich auch noch nicht. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass es einer für mich sein könnte. Weil das super angenehm süß ist. Und das mag ich eigentlich. Entweder solo oder halt auch in Kombination mit anderen Düften. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Hier haben wir auch wieder einen 10ml Duft drin enthalten. Das ist der Duft Star Night und ein Eau de Parfum Paleté. Also haben wir hier auch wieder Paletten drin? Also quasi Glitzer, ja. Schade. Mensch, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. 10ml haben wir hier drin enthalten. Das scheint aber von Adopt auch so ein Ding zu sein, oder? Ich glaube schon. Oh, der ist schwer. Aber sehr angenehm. Den mag ich leiden. Blumig. Aber umarmend. Nicht Kopfschmerzen machend. Das finde ich auch schön. Ich meine, wenn man auch überlegt, für 100 Euro bekommst du hier einen kompletten Duft-Adventskalender, ne? Oder halt auch für 69,95 ist es ja, wenn du die kleinere Variante hast, da unterscheiden sich. Aber ich glaube, 10 Düfte waren das ungefähr, ne? Da muss man dann einfach für sich selber entscheiden, welcher einem mehr zusagt von den Duftkompositionen. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, den hatte ich auch online schon gesehen. Yummy Candy mit 10ml. Ja, das sind alles Eau de Parfums. Hier ist kein Eau de Toilette mit dabei, ne? Das heißt, die sind dann auch von der Intensität noch ein bisschen intensiver. Den will ich aber riechen. Wie riecht Yummy Candy? Ich habe mir so ein paar Duftstäbchen hingestellt. Der riecht schon ein bisschen erstmal nach Haarspray, muss ich sagen. Ja, da kommt Haarspray mit raus. Ich rieche jetzt nicht so intensiv dieses Süße, muss ich sagen. Hier kommt es auch floral entgegen. Vielleicht muss der erstmal noch ein bisschen wirken, bis er dann wirklich candy-mäßig riecht. Also am Stöpsel hat er eben nach Candy gerochen, aber jetzt hier drin tut das nicht. Mal gucken, was da noch draus sich entwickelt. Stelle ich mir hier erstmal hin. Machen wir weiter mit dem 5. Dezember und das ist Baumwollblüte. Das ist auch so ein klassischer frisch gewaschen Duft, ne? Frische Wäsche, Fleur de Coton, ein Eau de Parfum, auch hier wieder 10ml drin. Ich finde es so großartig, dass die alle zum Sprühen sind, Leute, ich sag's euch. Ja, da riechst du jetzt nicht so viel. Ja, sowas macht mir schnell Kopfschmerzen.
Aber ich kann da jetzt gerade nicht viel von riechen. Der hier riecht gerade richtig intensiv. Am 6. Dezember haben wir einen ganz speziellen Duft hier drin, Nikolaus Rouge Elixir, Leute. Ein Eau de Parfum Palité Glittery. Ich glaube, hier glitzert so einiges. Ich glaube, da muss ich dann einfach mich mit abfinden, um das mal so zu sagen. Ja, also der könnte doch vielleicht an den einen oder anderen sehr beliebten, sehr bekannten erinnern. Da müssen wir gleich mal gucken. Der ist ja auch noch schön versiegelt. Ne? Das haben die gut gemacht. Nee, der riecht nicht so, wie man dachte. Der riecht angenehm. Fast schon nach Kirsche. Den mag ich ja gerne leiden. Oh, der kommt richtig fruchtig. Auch gut, dass ich den gesprüht habe. Hat auch was Blumiges, aber vor allem was Kirschfruchtiges. Den finde ich gut. Oh ja, den hatte ich auch gesehen am 7. Dezember. Das ist Monoir des Îles, also Monoir von irgendwelchen Inseln. 10 Milliliter haben wir hier drin und das könnte ja so ein bisschen mein Monoir de Tahiti oder wie auch immer. Das könnte so ein richtig schöner Sommerduft werden, hoffe ich. Muss man mögen, aber ich mag das. Ihr kennt von Yves Rocher doch noch dieses Monoir de Tahiti, ne? Das kommt dem sehr, sehr nah und das finde ich, glaube ich, ganz nice. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und ja, die sind, glaube ich, fast alle glittery hier. Sublissimi heißt der und auch das ist ein Pailleté, ein glittery Parfum mit 10 Millilitern. Der riecht ein bisschen schwerer. Da weiß ich nicht, ob ich den sprühen möchte. Vielleicht ist das nicht so unbedingt meine Welt. Oh, der Candy kommt gerade wirklich immer blumiger raus. Das ist kein süßer Duft. Mm-mm. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über einen 30 Milliliter Duft freuen. Und zwar L'Or Blanc, Jasmin aus Indien. Auch hier ein Palité Glittery Parfum. Ich glaube, das ist echt so deren Ding. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Jasmin mag ich sehr gerne, kann aber auch kopfschmerzlastig werden, wenn man nicht aufpasst. Der hat aber eher was Fruchtiges mit dabei. Aber halt weiße Blüten, ne? Okay, ein sehr pudriger Duft, würde ich mal so tippen. In der Nummer 10 darf es mit Midnight for Her weitergehen. Es gibt übrigens auch wohl eine Männervariante, aber die war zu dem Zeitpunkt, wo wir bestellt hatten, ausverkauft. Das ist auch ein Glittery Duft mit 10 Millilitern. Und Midnight stelle ich mir halt wirklich auch ein bisschen schwerer vor. Ein bisschen, ne, Kapitjes. Und das ist er. Das ist er wirklich. Der hat sogar fast eine kleine rauchige Note mit dabei. Interessant. Oh, am 11. Dezember, die erste Schnapszahl, haben wir was drin, was mich auf den Wolken schweben lassen wird. Und zwar Fleur de Cerisier, ein Eau de Parfum mit 10 Millilitern. Das ist Kirschblüte. Also ne, für alle Ritual of Sakura Fans ist das sehr wahrscheinlich eine sehr große Geschichte. Ja, der ist schön. Der könnte, wenn man den zu stark trägt, wahrscheinlich ein bisschen Kopfschmerzen machen, weil der auch ein bisschen was Pudriges mit drin hat. Der hat auch eine zitrische Note mit dabei, was nicht ganz so mein Vibe ist. Aber vor allem hat man hier diese Kirschblüte, dieses blumige, sanfte, das mag ich. Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir Tahiti Paradis Absolu de Tiare drin enthalten, 30 Millilitern. Und Tiare ist ja auch, glaube ich, so ein etwas wärmerer Blütenduft, ne? Fast schon süß, genau. Mega. Sehr cremig. Mega angenehm. Der hat ein bisschen was von irgendeinem Poison-Duft, glaube ich. Das könnte so ein bisschen daran erinnern. Ich muss auf jeden Fall an eine Freundin denken, die diesen Duft damals sehr viel getragen hat. Am 13. Dezember habe ich Bouquet d'Amour hier drin enthalten, auch etwas Glitzerndes mit 10 Millilitern. Also ja, das soll uns quasi die Liebe nach Hause bringen, da bin ich sehr gespannt. Nee, da rieche ich nicht viel. Da muss ich mir nochmal die Komposition angucken, weil das ist manchmal so ein Hit-or-Miss-Ding, ne? Mit solchen Amour-Düften, nenne ich sie jetzt einfach mal. Hier bin ich ein bisschen scharf drauf gewesen. Am 14. Dezember haben wir, wirklich? Ja, wow. Red Dress Eau de Parfum hier drin enthalten mit 10 Millilitern. Da habe ich mir gedacht, okay, das könnte vielleicht ein sehr, sehr schöner, eleganter Duft sein. Bin ich sehr gespannt drauf. Der ist schön. Der hat fruchtige Komponenten mit dabei. Aber nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, wie geil ist der bitte. Da finde ich den hier wirklich noch ein bisschen besser, den Rouge Elixir. Der ist schön, der erinnert mich auch an irgendetwas. Den, ne, würde ich auch gerne abends tragen. Vielleicht auch, wenn ich ein rotes Kleid anhabe.
haut mich nicht so von der Socken. Oh, am 15. Dezember haben wir Lady Glitter, ein Eau de Parfum, Glittery halt drin, mit 30 Millilitern. Was soll das heißen, Lady Glitter? Bist du damit dann jetzt so die Lady, die alles vor sich hin glitzern lassen kann? Da muss ich nochmal gucken. Weil diese Glitzerparfüms, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich dazu stehe, wie ich die so finde. Oh, am 16. Dezember haben wir was drin, was glaube ich nicht ganz so meine Welt ist. Und zwar ist es Masque Blanc, ein Eau de Parfum mit 10 Millilitern, also quasi weißer Moschus. Und Moschus ist für mich persönlich jetzt nicht so die Duftkomponente, die ich mega feiere. Rieche ich jetzt so leider nicht raus. Ich rieche hier wirklich alles. Alles um mich herum, was ich schon gesprüht habe und auch die Duftkerze und allen Kram. Ich muss hier gleich echt mal lüften. Oh, am 17. Dezember haben wir wieder was drin. Also alles, was so in die rote Richtung geht, ist halt wirklich meine Welt. Eine Woche vor Heiligabend. Rouge Lipstick, ein Eau de Parfum mit 10 Millilitern. Wonach riecht dann ein roter Lippenstift? Oder ist es ein Duft, den man trägt, wenn man einen roten Lippenstift trägt? Ich weiß es nicht. Ich will ihn riechen. Oh Gott. Der erinnert mich jetzt nicht an eine Lady, muss ich sagen. Der war jetzt im ersten Schniff erstmal so ein bisschen, dass er mich an Kindheit erinnert hat. Ganz verrückt. Der hat nämlich nicht so was Schweres, Blumiges mit drin, sondern diese Leichtigkeit von einer Blüte, die so durch die Gegend weht. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier einen Duft, der mich schon wieder anspricht. Rose Noir. Ein Eau de Parfum mit 30 Millilitern. Ja, solche schweren Düfte, ne? Die halt so diese Nachtdüfte sind. Das finde ich immer so ansprechend. Und du riechst sie hier nicht raus. Das ist frech. Oh, der ist fast schon flaumig, fruchtig. Aber dann geht er immer schwerer und schwerer und schwerer. Aber angenehm. Auch der hat so eine leicht, ich würde nicht holzig oder rauchig sagen, aber ne, so ein bisschen. Aber der hat auch irgendwas, was ich gar nicht mag, was für mich so ein bisschen wie Schweißfüße mitkommt. Am 19. Dezember haben wir Coeur an Coeur. Herz an Herz. Wer hat einen Ohrwurm? Wisst ihr Bescheid. 10 Milliliter sind hier drin. Den finde ich auch echt interessant, ne? Also es werden so oder so, wie gesagt, alle im Laufe der Zeit getestet. Mal gucken, wie viel Duft meine Nase jetzt noch so vertragen kann. Weil es ist relativ spät. Dann ist es nicht so easy, dann solche Duftvideos zu machen. Aber ich möchte den unbedingt morgen noch online stellen. Der ist crazy. Der ist wirklich crazy. Oh Gott, was bist du denn? Der hat was ganz komisch Süßes mit dabei. Wie so ein, keine Ahnung, Kirschlolli oder so. Aber gleichzeitig, also doch, der erinnert mich an Süßigkeiten. Gleichzeitig hat er nämlich auch noch so ein bisschen was von Apfelringen, also sowas Saures mit drin. Wobei nicht Apfelringe, irgendwas anderes. Aber auch so Gummitierchen, wisst ihr, was ich meine? Ganz komisch. Am 20. Dezember habe ich Sunny Wipes, ein Eau de Parfum mit 10 Millilitern hier drin. Also das soll uns quasi nochmal den Sommer in den Winter holen. Das muss ich dann nochmal riechen. Das weiß ich jetzt so nicht. Du riechst hier nichts. Wieso nicht? Naja, ist okay. Aber weiß ich nicht, ob das in dem Adventskalender gut aufgehoben ist. Eigentlich schon, weil ich glaube, hiermit hast du ja den Parfümvorrat für die nächsten 4 Jahre auf dem Tisch stehen, grob. Am 21. Dezember habe ich Nuit Parisienne hier drin. Eine Nacht in Paris mit 30 Millilitern. Paris ist wirklich, das ist eine andere Stadt, finde ich. Also ich war jetzt, ich glaube, 2-mal war ich da, ne? Es ist besonders. Und ich glaube, dieser Duft ist halt auch einfach besonders. Ich glaube, der riecht einfach anders. Der möchte, glaube ich, auch nicht so super gefällig sein. Aber er riecht schon edel. Ja, der hat nämlich auch noch diese, oh, was ist das denn für eine Komponente? So eine leicht, ich gehe ins Muffige. Was nicht ganz so mein Vibe ist. Aber dann auch noch eine leichte Süße, was Verführerisches, aber es ist eine besondere Duftnote. 2 Tage vor Heiligabend, hatten wir das nicht schon mal? Habe ich das Monoir Blanc Absolu de Thierry? Ah, okay, das ist dann nochmal ein bisschen anders. Wo war das andere denn? Genau, da hatten wir das Masque Blanc drin. Oh, nee, das war Masque Blanc und das ist Monoir Blanc. Absolu de Thierry, ein Eau de Parfum mit 10 Millilitern.
Es kommt mir aber so vor, als hätte ich das so ähnlich doch schon gehabt, oder? Ja, Monoir Désil hatte ich schon, genau. Und hier haben wir nochmal Monoir Blanc. Da weiß ich jetzt echt nicht, wo der Unterschied sein soll. Ich denke, das wird halt mehr nach weißen Blüten riechen und nicht halt diese fruchtige, süßliche Komponente mit dabei haben. Einen Tag vor Heiligabend am 23. Dezember habe ich Eben Sensuel, ein Eau de Parfum mit 10 Milliliter drin enthalten. Das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Wenn etwas sinnlich riechen soll, bin ich doch direkt mit dabei. Sowas mag ich schon echt gerne. Und da schauen wir mal, wie Adopt die Sinnlichkeit definiert. Es ist wirklich kein Duft, der dich einnimmt. Ne? Also das ist ein harter Flakon, würde ich sagen. Aber der Duft ist es nicht unbedingt. Wobei wir hier auch die Komponente mit dabei haben, die wir bei dem hier mit drin hatten, die mir nicht so gut gefallen hat. Das weiß ich jetzt nicht, wie sehr das meine Sinne packen wird. Und am 24. Dezember wird uns dann XXL Sensuality versprochen. Mit 30 Millilitern. Ja, den gucken wir uns natürlich an. Gar keine Frage, Leute. Das interessiert mich sehr, wie die XXL Sensuality halt definieren. Der riecht lecker. Der ist gourmandig. Der riecht nach einer Schwarzkirsche, die irgendwie auch noch was Süßes mit dabei hat. Oh, eine glasierte Schwarzkirsche, würde ich sagen. Die finde ich wirklich sinnlich. Die mag ich. Oh, die ist lecker. Die mag ich gerne. Also wenn man wirklich nach einem... Man kann die ja auch einzeln kaufen, ne? Kirschduft, hallo. Schwerer Kirschduft, aber toller Kirschduft. Mag ich. Ja, also insgesamt ist das wirklich ein sehr crazy Adventskalender, muss ich sagen. Ich werde jetzt im Laufe der Zeit immer mehr auch die Düfte noch für mich an meinem Körper testen. Das ist ja auch immer noch mal was anderes. Aber wenn man überlegt, dass man halt für diese Menge an Parfüm alles zum Sprühen, keine Miniaturen, die man umfüllen müsste, keine Roller, keine Proben, 99,95 bezahlt, finde ich das schon ziemlich nice. Also kann man sich definitiv angucken. Wie gesagt, es gibt ja auch noch eine teurere und eine günstigere Variante, wo dann halt auch ein paar Düfte unterschiedlich sind. Ich freue mich irre darüber, dass wir den bestellt haben. Denn so habe ich jetzt wirklich noch mal ein bisschen mehr, um das so auszuprobieren. Und ich hatte hier tatsächlich den hier schon mal in der Box mit drin gehabt, in Toscana Vita, und fand den auch sehr, sehr schön. Und jetzt habe ich hier noch mal 24 weitere. Ihr Lieben, wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich werde jetzt hier einmal kurz lüften und dann wird hier gleich weiter gefilmt. Und ja, Link dazu in der Infobox. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.